Voll cool, habe ich von meiner Mama geschenkt bekommen. Also nicht nur die, sondern hier sind auch zwei weitere. Das ist tatsächlich eine alte Contaflex mit einem Size-Objektiv übrigens. Habe ich hier auch noch so ein cooles altes Size-Objektiv. Mit einer tatsächlichen Offenblende, wo steht's? Von, wo ist nicht gelesen? Von 1.0 oder so? Ja, ich glaube es war 1.0. Ich finde es gerade nicht. Irgendwo stand es auf jeden Fall. Mit einer Offenblende von 1.0. Voll interessant ist, das hat einen Schraubgewinde. Sieht man jetzt hier, glaube ich. Ja, sieht man nicht. Also hat auf jeden Fall einen Schraubgewinde. Mega cool auf jeden Fall. Diese alten Kameras finde ich voll cool. Finde ich auch super cool von meiner Mama, dass die mir das geschenkt hat tatsächlich. Oder mir das überlassen hat. Sie sagt, es ist mein früheres Erbe. Und ja, so eine alte Kamera, allein dieser Sound, der ist schon cool, ne? Wenn man hier erstmal den Film zurückdrehen muss quasi und dann der Auslöser, das ist halt ein richtiger Sound, ne? Das ist schon cool. Vor allem, fällt euch was auf? Mehr Fotos waren nicht drin und nach 16 Bildern war auch der Film voll, ne? Oder 32 oder ich weiß nicht genau, habe ich mich auch noch so genau noch nie mit beschäftigt. Finde ich aber mega cool, diese alten Kameras, beziehungsweise allgemein analoge Fotografie finde ich sehr interessant. Habe ich auch einen Freund, der fotografiert ausschließlich noch analog oder nur noch analog, weil ihm das einfach besser gefällt und er exportiert dann, beziehungsweise er scannt dann glaube ich immer die Bilder ein, die er ausgedruckt hat und hat dann irgendwie unglaublich große RAW-Dateien, nennen wir sie jetzt mal, und bearbeitet die dann digital noch nach, was mega cool ist. Ich versuche den mal irgendwie an Land zu ziehen und mit ihm darüber mal ein Video zu machen, mal gucken, ob das was wird. Weshalb ich aber überhaupt so eine alte Kamera hier in der Hand habe, ist nämlich ein anderes Thema. Und zwar hatten alle Kameras früher, bevor man eine SD-Karte hatte, eins gemeinsam. Und zwar, dass man die Bilder, die man damit geschossen hat, ausdrucken musste. Und das ist das Thema von dem heutigen Video. Und zwar Bilder drucken. Ich glaube, fast jeder von uns kennt das, dass man heutzutage unendlich viele Bilder auf dem Handy oder auf dem Computer hat. Es liegt einfach daran, dass man seine Sony A7, Mark III, 4 oder 2 oder seine Canon EOS R im Automatikmodus auf Dauerfeuer stellt und dann hast du ruckzuck eine 32 oder 128 GB SD-Karte voll fotografiert. Resultat ist, dass du 1000 oder 1200 oder 4000, was weiß ich wie viele Bilder auf deiner SD-Karte hast, die schiebst du dann zack in den Laptop rein. Hast dann auf dem Laptop zu den 15.000 Bildern, die du schon hast, nochmal 4.000 dazugepackt, bist du bei so und so viel 1.000 Bildern, die du dann auf dem Laptop hast. Mache ich auch so, oder beziehungsweise habe ich auch so gemacht, weil die wenigsten kommen dann an und sagen irgendwann Steuerung A, entfernen, weg, in Müll, macht ja kaum einer. Sondern man hebt sie auf, um sie eventuell irgendwann mal auf dem Laptop oder auf dem Handy oder wo auch drauf immer einer Person zu zeigen. Der Vorteil, beziehungsweise der Grund, warum ich euch gerade diese alte analoge Kamera gezeigt habe, ist, du hast die Kamera genommen, du hast maximal 16 oder 20 oder 24 Bilder, wie viel aus dem Film halt drauf passten, Fotos geschossen, dann hast du die genommen, den Film aus der Kamera rausgeholt, bist damit zu einem Entwickler gegangen und der hat dir dann 24 Fotos entwickelt. Und diese 24 Fotos hattest du in der Hand, damit konntest du was machen, du hast was Materielles. Klar, du hast dir dann ein Buch eingeklebt, aber mit diesem Buch hast du halt immer noch etwas Materielles, was mehr wert ist meiner Meinung nach als 12.000 Fotos von irgendwelchen Situationen auf dem Laptop oder auf dem Rechner oder wo man sie auch immer speichert. Und das ist natürlich was Cooles, wenn du so einen materiellen Gegenwert einfach hast, einen Gegenstand, den du Leuten zeigen kannst, den du Leuten vor allen Dingen auch in die Hand geben kannst. Das ist immer was Cooles, wenn Leute was anfassen können. Und jetzt war ich letztens auch wieder auf meinem Laptop unterwegs und habe mir alte Bilder angeguckt, zum Beispiel aus dem Urlaub. Und dann dachte ich mir, komm, jetzt machst du es einfach mal, nimmst du mal 100 oder 120 oder in meinem Fall 60 Euro in die Hand und bestellst über eine Seite einfach Bilder und druckst dir welche aus. Ich habe mir schon Bilder selber ausgedruckt, damals mit meinem Freund zusammen, der hat einen Fotodrucker zu Hause, darauf kommen wir gleich nochmal. Aber ich habe mir einfach mal über eine Website, welche das ist, erzähle ich euch noch, Bilder bestellt und das ist mega cool. Das ist zum Beispiel eins davon. Schönes Resultat, ne, wenn man das sieht. Oder sieht schon cool aus, so ein gedrucktes Bild. Nicht wundern, das Passepartout ist natürlich nicht dabei, ist nur
weil ich die Bilder jetzt schon hier eingeklebt habe. So, aber jetzt habe ich hier was in der Hand, ein materielles Bild einfach, was gleich was ganz anderes ist. Und damit kann man umgehen. Man hat einfach einen Gegenstand in der Hand, was ich schon mal sehr cool finde. So, und wenn man das dann in so einem Bilderrahmen zum Beispiel sich an die Wand hängt, sieht das Ganze auch ganz cool aus. Und der größte Vorteil dabei ist einfach, dass Leute, die zu euch zu Besuch zum Beispiel kommen, du hast meistens, wenn die das Bild noch nicht kennen, direkt ein Gesprächsthema. Denn jeder fragt, wow, schöne Fotos, oder wenn es gute Fotos sind natürlich, sagt, ey, coole Fotos, wo hast du das gemacht, wie hast du das gemacht? Und du hast direkt ein Gesprächsthema, worüber du mit den Leuten reden kannst. Ein anderes Beispiel dafür ist zum Beispiel folgendes Foto. Dieses Bild zum Beispiel habe ich mit meinem Schwager zusammen auf Madeira gemacht. Das sind, die Situation war einfach nur cool. Es war ein staubiger Untergrund und er hatte diese knallroten Schuhe an. Und dann haben wir uns da so einen kleinen Staubhaufen zusammengekratzt und er ist da immer wieder reingetreten. Und ich habe halt mit meiner Kamera einfach draufgehalten. Dabei ist dieses Foto entstanden. Da war es natürlich wieder vorteilhaft, dass man so viele Fotos in Reihenfolge schießen konnte, wie ich es mit meiner GH5 halt damals konnte, um solche Momentaufnahmen festzuhalten. Ja, was will ich euch also damit sagen? Druckt euch Bilder aus. Ihr könnt euch sie an die Wand hängen, in ein Fotoalbum reinkleben oder sonst was. Ist auf jeden Fall um einiges cooler, als 10.000 Bilder einfach nur auf dem Rechner zu haben. In meinem Fall habe ich jetzt über Saal Digital oder Saal Digital Bilder bestellt. Das ist ja auch keine Kooperation, ich kriege dafür kein Geld oder sonst was. Es war einfach nur die Website, die ich bestellt habe, da die einen gewissen Papiertyp hatten, den ich gerne hätte. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, die Auswahl der richtigen Materialien, auf die man drucken lässt. Denn viele machen den Fehler, meiner Meinung nach Fehler, und lassen auf ein langweiliges Fotopapier, was dann so glänzt und so weiter, drucken. Was ich relativ unschön finde. In meinem Fall habe ich jetzt ein mit Baumwollpartikeln angereichertes Papier genommen, was 325 Gramm schwer ist. Also in dieser Grammzahl wird angegeben, wie dick das Papier ist. Das hat einen viel, viel hochwertigeren, ja, eine viel, viel hochwertige Ästhetik als so ein in Anführungsstrichen billiges, normales Fotopapier. Und da muss ich sagen, war ich mit dem Service und mit dem Ablauf von Saal Digital oder Saal Digital, wie man es auch immer nennen möchte, sehr, sehr zufrieden. Die haben einen super Job da gemacht, auch was die Farben angeht und so weiter. Die sind tatsächlich so, wie ich es hier am MacBook bearbeitet habe. Also sehr schön, kann ich euch nur empfehlen. Und wie gesagt, ich habe da jetzt 6 Bilder bestellt für 60 Euro mit einem Rabattcode, der direkt auf der Webseite angezeigt wird. Und da kann man nichts sagen. Bei 10 Euro für ein Foto, das sind im Jahr 120 Euro für Bilder und dann habt ihr 12 Bilder. Wenn ihr das 3 Jahre lang macht, habt ihr so viele Bilder von euren eigenen Fotos, muss man ja dazu sagen, in eurem Haus hängen. Das ist unvorstellbar und damit habt ihr echt einen Gegenwert und etwas Schönes zu Hause, worauf euch hundertprozentig viele Leute ansprechen werden. Vorausgesetzt, es sind natürlich schöne Fotos, schöne Motive. Eine andere Sache noch ist die Überlegung, sich einen eigenen Fotodrucker zu kaufen. Das habe ich tatsächlich auch schon gemacht. Ich hatte ja erzählt, dass ich zusammen mit einem Freund schon ein paar Bilder ausgedruckt habe, weil der einen eigenen Fotodrucker besitzt. Und dann hatte ich vor einiger Zeit nochmal mit ihm gesprochen und so ein bisschen die Vor- und Nachteile davon abgewogen und kam dann wirklich zum Entschluss, dass es eigentlich keinen Sinn macht, sich einen eigenen Fotodrucker zu kaufen, denn man muss ihn einmal anschaffen, dann zahlt man locker schon 1.000 Euro und dann musst du auch durchgehend Papier und Farbe besorgen. Du musst den Drucker regelmäßig kalibrieren, dass die Farbe auch wirklich oder die Farbwiedergabe ordentlich ist und das kostet einfach nur. Und ich sag mal, für 1.400 oder 1.300 Euro kann man sich über so eine Seite wie Saal Digital oder wie viele es da gibt, ja zigtausend Seiten, auch sowas von viele Bilder selber drucken bzw. Bilder ausdrucken lassen, dass man sich wahrscheinlich ein ganzes Haus zuplakatieren kann. Also von daher würde ich euch eher davon abraten, einen Fotodrucker selber zu kaufen und lieber solche Seiten, die es online gibt, einfach dafür nutzen, um euch eure eigenen Bilder auszudrucken, was auf jeden Fall eine coole Sache ist. Ja, und wie immer hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat, auch wenn es vielleicht ein recht kurzes war. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Wenn ihr Fragen habt, schreibt sie mir unten in die Kommentare. Und wenn ihr neu seid, abonniert gerne den Kanal. Hier gibt es relativ regelmäßig Content. Jetzt das letzte Video ist schon ein bisschen her, weil ich einfach keine Zeit bzw. auch keine Lust hatte, muss ich ganz ehrlich gestehen. Aber ich versuche wieder regelmäßiger ein paar Videos hier hochzuladen. Alles rund um das Thema Fotografie und Videografie. Bis dahin.